die Jungs haben sich irgendwas ausgetüftelt, damit wirklich kein Stückchen Reifen mehr zu viel nachher auf der Felge sein wird. Super, lieber aus der Schusslinie. Los. Mal gucken, ob einer von euch sieht, dass einer der BMW in die Lederhose hinten hängert. Ist ja schön, ist genau das Tor auf jeden Fall. Ich glaube, das hat bayerische Fahrradhilfe. Okay, guys. Get the last round started. Now. Lecker Frittiers macht und so ein bisschen was mit der Reife tut. Ready? Okay, für euch, Remonise, Lars Verbrecken und Michel D.
aussehen, dass 453 ordentlich schwitzen müssen. Aber ihr seht, was mit dem normalen Straßenreifen alles geht. Also kauft euch einen und meldet euch bei den Nachbarn an und dann versucht ihr das einfach mal. Am besten irgendwo beim Supermarkt auf dem Boden. Das T-Shirt voller Gummi angeschaut heute Shows hier. Aber so macht so eine Driftshow auch Spaß, oder? Total spektakulär.
Kampagne mit am Start. That's your crowd. Do you have some rubber left? Last question. No, nothing. You? Nothing. You? Also man kann natürlich noch Fell gesehen, aber wenn das Profil weg ist, dann ist dein Auge auch automatisch verschwunden. Und ich glaube, es macht keinen Spaß mehr, aber I still can see some profile on your lips. So, okay. Also, Michelle D., soll euch noch mal ein bisschen einheizen? Nice hairbreaking. Yes or no? Bisschen was? Ein bisschen. Bisschen was? Ein bisschen was geht immer noch in lecker Holland. Deswegen denke ich doch, dass wir heute nochmal ein Zauber drauflegen von unseren Niederländern Lars Verbrecken und Michelle D. Für euch. Schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Oder vielleicht sogar schon bald am 24-Stunden-Rennen im Nürburgring. Dort gibt es dann auch eine Falken-Drift-Show und natürlich jede Menge Motorsport. Bis bald. Danke. Tschüss.